holen das Geld von den Sparbüchern und wir alle fragen uns, wie sicher ist denn unser Geld noch? Bei uns heute Morgen OVB-Finanzexpertin Stefanie Harrand. Guten Morgen. Guten Morgen. Wenn man jetzt Geld auf der Kante hat und sagt, ich möchte das in dieser schwierigen Zeit sicher anlegen, was empfehlen Sie? Ja, es ist jetzt ja so in Österreich, dass über die Einlagensicherung sehr viel gesprochen wurde. Mhm. Die soll ja von der alten Regierung noch auf unbegrenzte Beträge erhöht werden. Also von diesen 20.000 Genau. auf unbegrenzt. Und das heißt, man braucht dann nicht mehr, wenn man mehr Geld als 20.000 hätte, das auf verschiedene Institute verteilen, sondern kann das dann bei einer Bank liegen lassen. Somit scheint hier, dass die Sicherheit noch erhöht wird in Österreich. Also Sparbuch, kann man schon mal sagen, ist momentan nicht derzeit so eine schlechte Variante. Genau. Ne? Wie sieht es mit Aktien jetzt momentan aus? Da haben viele die Panik, soll ich verkaufen, was soll ich mit meinen Aktien tun? Das ist jetzt schwierig, eine pauschale Empfehlung zu geben. Es ist sicher so, dass es nie gut ist, wenn man sich von Emotionen leiten lässt und dann in Panik alles verkauft. Grundsätzlich ist schon so, dass auch der persönliche Anlagehorizont wichtig ist. Das heißt, wie lange habe ich Zeit? Und auch die persönliche finanzielle Situation. Also wenn man Zeit hat, dann kann man die Krise auch durchaus aussitzen. Es gibt jetzt auch viele Firmen, die extrem unterbewertet sind. Das heißt, die eigentlich mehr wert sind, als der Börsekurs widerspiegelt. Und ja, da gibt es durchaus auch Chancen. Die Kurse fallen und fallen ja jetzt in Tokio ein Tief wie noch nie, also seit 21 Jahren vor allem nicht. Sollen wir die vielleicht nutzen, diese fallenden Kurse, um jetzt einzusteigen, ein bisschen zu zocken? Das ist eine interessante Frage. Anleger, die mutig sind und die Spielgeld unter Anführungszeichen auf der Seite haben, können durchaus auch Gelegenheiten nützen. Man muss sich aber schon bewusst sein, dass es noch weitergehen wird mit sehr volatilen, sprich sehr schwankenden Zeiten und dass die Kurse auch durchaus noch weiter fallen können. Man sollte das nicht mit seinem ganzen Geld tun, sondern wirklich mit einem Teil, den man halt fürs Zocken nimmt. Man hat mit hohem Risiko auch die Chance auf höhere Gewinne. Aber wenn man konservativ sein will und das Geld erhalten will, dann sollte man davon jetzt Abstand nehmen. Ja, keine sichere Geschichte. Apropos sicher, jeder von uns hat ja eine Lebensversicherung. Wie sieht es da in dem Bereich aus? Da ist es so, zum Beispiel fondsgebundene, fondsorientierte Lebensversicherungen, die sind meistens auf sehr lange Laufzeiten ausgelegt. Und je länger die Laufzeit, umso mehr kann ich das Risiko minimieren, sprich kann ich zwischenzeitliche Rückschläge auch einmal dann wieder überstehen. Bei der klassischen Lebensversicherung ist darüber hinaus noch so, dass die Versicherungen diese Spareinlagen der Kunden in den sogenannten Deckungsstock investieren müssen. Die haben ganz strenge Anlagerichtlinien, dürfen auch nur ganz geringe Aktienquoten haben. Und sollte ein Versicherer Konkurs gehen, dann ist dieser Deckungsstock Sondervermögen. Das heißt, es geht dann nicht in die Konkursmasse, ist also auch relativ sicher. Wir haben es alle in den Tageszeitungen ja auch gelesen, Gold macht derzeit wirklich Schlagzeilen, ist ausverkauft, der Goldwahn ist ausgebrochen. Empfehlen Sie das, wenn man jetzt eine Wertanlage möchte, sich da auf Gold festzulegen? Gold wird in Krisenzeiten immer als sicheres Investment gepriesen. Mhm. Es hat auch über die Jahre, was die Kaufkraft anbelangt, eine gewisse Stabilität, die durchaus vorhanden ist, ist also für den Aspekt her sicher. Was man beim Gold halt auf der anderen Seite wieder betrachten muss, ist, dass erstens relativ hohe Unterschiede sind zwischen Ankaufs- und Verkaufskurs und ich habe bei Gold keine Rendite. Und ich gewinne auch nur, wenn ich es mit einem höheren Preis verkaufe, als ich es gekauft habe. Goldpreis ist zwar jetzt gestiegen, das ist in Krisenzeiten meistens so, aber wenn sich die Lage normalisiert, dann wird auch der Goldpreis wieder fallen. Also generell kann man sagen, das Wichtigste wäre, nie auf ein Bein auf einem Bein zu stehen, sondern immer auf mehrere Säulen zu setzen, so wie das auch in der Ernährung ist. Einseitig ist nie gut. Stimmt, ja. Und mit Anlagen ist es sicher so, ein Mix aus zum Beispiel der selbstgenutzten Immobilie, ein Teil in Cash oder am Sparbuch und ein Teil in Veranlagungsinstrumente wie eben Lebensversicherung, auch breitstreuende Aktienfonds bieten sich an und wenn man will, auch ein Teil in Gold. Also je breiter aufgestellt, umso besser. Also am besten aufteilen, ja. Stefanie Harrand, vielen lieben Dank für den Besuch. Danke. War sehr informativ. Dankeschön. Danke.